Und einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.28 Uhr, 18. Mai 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und wir befinden uns wieder oberhalb der psychologischen 15.500er Marke. Und wir platzieren die Marke hier oben, das heißt die Big Number 15.507 gehen wir long, 15.492 gehen wir short. Das Ganze ziehen wir bis zum 11. Trade durch. Und jetzt blicken wir einmal auf die gestrigen Blue Boxen. Wir haben einige dort kleine gehabt und sie sind eigentlich alle in den Gewinn gelaufen. Hier eine sehr schöne Nachmittag, 15,5 direkt in den Gewinn gelaufen. 21, 26er, wir haben hier eine 20er, 19, 16er, hier, also perfekt. Gehen einen Schritt weiter, gehen in die Vola-Boxen, das sind ja auch die Boxen, die wir morgens treten. Gestern einmal raus, dann rein hier und aber immer wieder reingestrochen, wieder rausgezogen aus dieser Zone, auch hier reingestrochen, wieder rausgezogen. Also auch da gestern top, gute Vola-Boxen. Den einen oder anderen interessiert sicherlich jetzt, wo kommt die heutige Vola-Box rein. 15.462. Ziehen wir nach unten. Da wird sie reinkommen. Und jetzt gehen wir einmal in die großen Zeitebenen. Und heute fangen wir an mit Mr. DAX. Also der DAX heute, wir sehen es hier bei 15.515 und somit haben wir ein neues All-Time-High erreicht. Wir gehen mal in die Vorlage von der Tagesstrategie Pro in das Template und sehen hier oben, wir haben die Sonne ist gewandert und somit haben wir ein neues Rekordhoch im deutschen Aktienindex. Auf Weekly-Basis sehen wir, ja, also es schiebt sich nach oben. Wir gehen weiter nach unten, gehen in den nächsten Markt rein, nämlich in Gold. Gold zieht auch an, 1869 und somit auch das 61,8 Retracement verlassen. Die nächste Station ist 1892. Öl. Also er hat den Abwärtstrend hier verlassen, Gold. Und wenn wir das mal in der Zickzacklinie uns anschauen, sehen wir auch hier Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten, 15, alles Long. Das gleiche gehen wir nochmal einmal rein in DAX, damit wir da auch nochmal wissen. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Long, 15 Minuten Long, 5, alles Long, Long, Long. Im DAX alle Zeitebenen. Gehen wir in Öl rein. Öl auf den Tageschart Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten sehen wir hier. Ja, da spitzt sich ein kleiner Klumpen auf dem Level dort zu Nasdaq, die Technologiebörse, die ja ein bisschen gelitten hat die letzten Tage. Weekly Basis sind wir Long. Daily Basis haben wir uns wieder rübergeschoben seit Freitag. 4 Stunden sind wir Long aktuell. Stunde sind wir Long. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten zieht auch an die Technologiebörse S&P 500. Wochenbasis, Daily Basis. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. Also alles sieht sehr bullish aus. Dow Jones, Long, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30, 15, auch da alles. Jetzt gehen wir runter zu den Kryptos und fangen an mit Bitcoin. Bitcoin auf Tagesbasis Short. Liebe Grüße an Elon Musk. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Minuten Long. 15 Minuten Long, 5 Minuten Long, also in den kurzen Zeitebenen erholt sich der Markt so ein bisschen. Schauen wir uns
Ethereum an. Die zweite Tagesbasis Long. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Minuten Long, 15 Long, 5 Minuten Long in Ethereum. So, und jetzt bereiten wir uns auf unser Box Trading vor. Die Big Number 15.507, wir haben aktuell 15.512, bei 62 circa kommt die Volabox rein, für die die Hedge-Auflösungstrade machen müssen. Da, und jetzt warten wir. Countdown läuft, 10, 9, 8, 5 und los geht's. 9 Uhr und wir sind in der Big Number. Das ist der erste Trade. Wir sehen es dort long. Blaue Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Sobald es unten rausgeht, werden wir in Richtung heutiges Gap Close, also Kurslücke, hier spekulieren. Haben wir also Strecke machen. Aktuell sind wir direkt an der Big Number, die Volabox. Sehen wir hier unten, auch da in Richtung Gap Close. Das wäre die Hedge-Auflösung. Big Number zum Regelwerk dreimal, die Big Number. Und danach und noch ein Punkt fehlt. Uhr 1, die erste Minute rum. Wir sind long im ersten Trade. So, jetzt sind wir kurz vom Landeanflug unseres ersten Trades. 9.02 Uhr. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade. Und somit verabschiede ich mich von den YouTubern. Wünsche euch allen einen erfolgreichen Handelstrading-Tag noch. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter und sehen uns dann morgen wieder. Bleibt gesund und bis morgen.